I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my... Ja, liebe Jäger und Jäger-Prime-Freunde, ich bin gerade auf dem Weg zu Chris Balke. Heute führen wir ein Interview zum Thema Nachsuchen auf Rot- und Dammwild. Und ja, ich nehme euch wie immer mit. Ja, hi, schön, dass du wieder da bist. Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Alles gut, gut, ja? Freue mich aber sehr. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich bei diesem tollen Wetter hier in Grambeck. Wir haben die Sonne mitgebracht. Sehr schön. Wir haben das letzte Mal ja zum Thema Nachsuchen auf Rehwild gesprochen und wollen uns heute mal um das Thema Rot- und Dammwild kümmern. Und ja, Chris, wo sind so die Besonderheiten beim Rot- und Dammwild im Vergleich zum Rehwild und Schwarzwild? Ja, also zum Damm- und Rotwild zu sagen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie beim Rehwild. Es hängt damit zusammen, erstmal sind die Wildkörper größer. Dann haben die Tiere natürlich verschiedene Einstände. Man sieht das zum Beispiel, wir fangen mal mit dem Rotwild an. Man hat ja Reviere, wenn man das große Glück hat, heute in Deutschland noch Rotwild zu haben. Rotwild ist wirklich eine besondere Wildart, genau wie Dammwild und wie Rehwild und wie alle Wildarten auch, das ist klar. Aber wer hat heute noch das große Glück, Rotwild überhaupt im Revier zu haben? Und das Rotwild teilt sich natürlich gerade jetzt um diese Zeit auf in die Feisthirschreviere, das heißt da, wo jetzt die Hirsche eben nur stehen, und die Kahlwildreviere, wo die Hirsche dann zur Brunft erwartet werden. Und in den Feisthirschrevieren ist es meistens so, dass ja ab 1. August das Rotwild überall aufgeht und die meisten Jäger dann diesen Tag hinfiebern. Und mein Großvater hat immer gesagt früher, es gibt einen schönen Spruch, Ebereschenrot ist des Hirsches Tod. Und das kann man auch im Revier überall sehen. Man sieht das auch bei mir im Garten. Wenn die Ebereschen anfangen, die Bären auszubilden und die Farbe zu haben, dann weiß man, jetzt beginnt die Hirschjagd. Und in vielen Revieren geht es jetzt also zum 1. August los. In diesen Jahren eine Besonderheit. Wir haben ja sehr viel Niederschlag hier, gerade im Norden auch. Bei uns hier im Kreis Herzogenaurach. Das heißt, viele Weizenfelder, viele Rapsfelder stehen noch. Das heißt, da stehen die Hirsche jetzt noch zur Feiste und stehen in den Feldrevieren und ja, fressen sich voll oder äsen sich voll, um dann für die Brunft gut vorbereitet zu sein. Und der ein oder andere Jäger nutzt das natürlich auch. Und man weiß, die Feisthirsche zum Beispiel sind schwer zu bejagen. Also in der Richtung, sie sind oftmals sehr heimlich. Man muss wirklich aufpassen. Es gibt einen schönen Spruch, der Feisthirsch ist ein Waldgespenst, was du nicht siehst und auch nicht kennst. Also der frühs relativ zeitig nachts rauszieht und frühs relativ zeitig wieder zu Holze zieht, also in den Wald zurückzieht. Und deshalb heißt es klipp und klar in den Feistrevieren, Ruhe lassen, Ruhe lassen, Ruhe lassen. Das eine oder andere Leckerli vielleicht vorbereiten mit einem tollen Wildacker. Damit kann man eigentlich schon relativ viel machen und versuchen, sie rauszuzögern, dass sie relativ spät zur Holze ziehen. Viele Jäger, wir haben ja einen im Kreis gehabt, der ist leider verstorben. Der hatte immer einen Strohwagen draußen im Feld aufgestellt, weil das die einzige Möglichkeit war mit Strohballen und hat dann nachts darauf geschlafen. Das muss richtig idyllisch gewesen sein und hat dann versucht, die Hirsche frühmorgens dann abzufangen, wenn sie Richtung Wald rein wollten. Ja, die Feisthirsche, die meisten, die alten Hirsche haben um den 1. August immer verfegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade in diesem Jahr habe ich gesehen, alleine jetzt wurden von uns schon zwei Hirsche nachgesucht, die noch nicht mal verfegt hatten. Ob man die nun schießen muss oder nicht, das sehe ich relativ kritisch. Ich sage ganz ehrlich, geht es auch gar nicht um Trophäenkult, aber das sollte man den Tieren schon ermöglichen, dass sie wenigstens ihr Geweih verfegt haben etc. Auch die Bejagung des Hirsches mit der Nachtsichttechnik lehne ich ab und ich kann nur jedem empfehlen, wer jetzt draußen sitzt, es ist ja verboten, das ist klar, das wissen auch die meisten, aber ich sage es trotzdem, wer jetzt draußen sitzt und hat im Wärmebild oder Nachtsichtgerät einen Rothirsch vor und der leuchtet oben das ganze Geweih, dann ist er eben nicht verfegt. Das muss man als erstes eigentlich wissen. Ja gut, jetzt kommen wir zur Bejagung. Meistens dann ja jetzt im August an den Feldflächen, ist klar, draußen im Feld. Und dann ist es, wie gesagt, so, der Hirsch hat natürlich einen anderen Wildkörper, wie so ein Rothirsch, wie so ein Rehbock. Und natürlich, wenn der Schuss dann nicht so gut ist, sieht das natürlich auch ganz anders aus. Sobald so den Weidewundschuss beim Rehbock, da zeichnet er deutlich, er schlägt aus nach hinten etc. Aber wenn du mit dem gleichen Kaliber, wo du den Rehbock bejagst, dann auf den Feisthirsch schießt, das sind meistens so kräftige Wildkörper, gerade so ein fetter Einser, der hat bei uns jetzt so ein Gewicht mit Aufbruch drin von, naja, ich sag mal um die 200 Kilo. Es gibt natürlich auch mal stärker bis 230, aber das sind dann schon Ausnahmen. Ich sag mal 200 Kilo. Und wenn der dann mit so einer 308 irgendwie den Schuss weich bekommt, also Weidewund mitten auf den Panzerinhalt, dann passiert da nicht viel. Dann geht es nur, ja, dann geht es nur einmal plupp und das war's. Immer wieder das Gleiche. Nach dem Schuss heißt es ja, wir haben den Kugelschlag gehört. Aber den Kugelschlag hört man immer, weil die Kugel irgendwann ja auf dem Boden ankommt.
Das ist normal, also hört man die immer und gerade durch die Kopfhörer heute oder vielleicht auch durch die Schalldämpfer ist der immer zu hören, also darf daraufhin nicht so viel einbilden. Aber eins ist natürlich klar, ein Hirsch ist natürlich eine ganz andere Trefferfläche. Man schießt ihn eigentlich nicht so schnell vorbei. Entscheidend ist, man hat eben auch dann das richtige Kaliber dabei. Welches Kaliber würdest du denn empfehlen? Ja, für die Rotwildbejahrung jetzt mal speziell, das gilt auch für Stammwild, schweres Wild. Man hat früher mal gesagt, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das erzähle ich eigentlich immer, habe ich auch im letzten Film gesagt. Ist wirklich besser gerade für die Sicherheit. Ich sag mal so, also meine Favoriten sind da so ein 300er Kaliber, vielleicht auch 338 oder eine 9362, die Klassiker, und ein 9374. Da ist schon mehr Energie dahinter. Da bin ich mit so einer 308 doch wirklich auch untermotorisiert, die sonst gut ist und von vielen Jägern auch geführt wird. Aber trotzdem, es ist mehr Sicherheit, gerade wenn der Schuss mal schlecht ist. Das muss man ehrlich sagen. Vor allen Dingen für uns Schweißhundführer, Nachsuchenführer, dann am nächsten Tag ist die Entscheidung doch leichter zu treffen, wenn ein Jäger mit einer 8,68 zum Beispiel auf einen Rothirsch geschossen hat und du hast die Fährte sauber stehen, gehst einen Kilometer hinterher und findest nur die Trittsiegel und weißt, es ist kein Schweiß, es ist nichts, es war vielleicht auch optimale Witterung, dann kann man die Sache wirklich sauber abhaken und sagen, gut, das ist vorbei. Schießt du diesen Hirsch aber mit der 308 und vielleicht noch ein bisschen ein relativ schwaches Geschoss, dann kann auch ein Pansentreffer trotzdem sein, gerade wenn er voll geäst ist, früh morgens die ganze Nacht, dass er die Kugel schluckt und du findest eben nichts. Und es bleibt dann doch immer eine gewisse Unsicherheit. Ja, die Hirsche, wie gesagt, werden wie gesagt im August beschossen. Beim Rotwild ist natürlich so der Unterschied zum Rehwild. Natürlich kann man, wenn man dann abends geschossen hat, ein Stück hinterhergehen und gucken. Der Wildkörper ist mehrfach größer wie das andere, hatte ich gesagt. Der Fußabdruck oder der Trittsiegel, das Trittsiegel ist oft sehr, sehr gut zu sehen. Und man kann der Fährte auch oftmals als Laie oder vielleicht als jüngerer Jäger besser folgen. Auch die Hunde, für die Hunde ist es natürlich leichter. Aber man darf beim Hirsch natürlich nichts verkehrt machen. Es ist so, man kann ruhig 100, 200 Meter hinterhergehen abends. Ja, das kann man machen, das sollte man auch machen, gerade auch wegen dem Wildbrett etc. Liegt er aber nach 200 Meter nicht, dann sollte man auf jeden Fall Schluss machen. Und beim Rehwild ist 200 Meter meiner Meinung nach schon zu viel, weil es ein relativ kleines Einstandsgebiet hat. Aber man darf nicht vergessen, wir haben hier Hirsche, ich sag mal, die stehen im Umkreis von 15 bis 20 Kilometer. Ja, und ich habe andere Reviere, da weiß ich, dass Abwurfstangen bis 50 Kilometer woanders gefunden werden, wo die Hirsche zur Brunft hinziehen. Also solche weiten Entfernungen. Das heißt, der Rehbock hat ein kleines Einstandsgebiet. Der bleibt, ich sag mal so auf 20, 30 Hektar, da bleibt er immer. Und vom Kitz ansetzen, bis er dann eben ausgewachsen ist oder bis er dann irgendwann vielleicht zur Strecke kommt. Und hoffentlich nicht vom Wolf. Aber beim Rotwild ist es so, die ziehen eben weit und machen weite Distanzen. Deshalb kann man ruhig abends, wenn man nun geschossen hat oder früh morgens, hinterhergehen. 200 Meter, 150, 200 Meter, gucken, ob man was findet, nicht. Dann sollte man sich überlegen, gut, hier brauche ich auf jeden Fall jetzt einen Hund. Und dann sollte man es ordentlich und vernünftig machen. Ja, die Fährte, wenn man dann eine Nachsuche hat, bei der Rotwildgeschichte ist es so, Fährtenabdruck ist gut zu finden. Der Hund wird das gut arbeiten, meistens auch sehr gut annehmen. Man muss nur wissen, dass der Hund auch hetzstark sein soll. Weil wenn der Hirsch vor einen rausgeht, brauchst du einen Hund, der auch schnell ist hinterher. Der muss nicht ranspringen, das runterziehen. Darum geht es gar nicht, sondern er muss es so stellen. Das heißt, er muss versuchen, ab und zu mal einen leichten Fassversuch zu machen, dass der Hirsch wirklich stehen bleibt. Und so eine Suche können dann auch über viele, viele Kilometer gehen. Und wie wehrhaft ist Rotwild in dem Moment? Hast du schon oft, dass Hirsche sich wirklich gestellt haben und gegen an sind? Ich habe einen Hirsch mal gehabt, der hat einen meiner Hunde das Auge ausgeforgelt. Also da ist es so gewesen, der Hirsch hatte einen Vorderlaufschuss. Der Hund hat ihn gestellt mehrfach. Oder zwei Hunde sind eigentlich schon verletzt worden. Aber der eine, da war es so gewesen, der hat ihn mehrfach attackiert und in einer Fichten-Naturverjüngung gestellt. Ich konnte dann auch nichts sehen. Und jedenfalls bin ich dann auf allen Vieren unterhalb des Bewuchs, sage ich mal, unter den Fichten so lang und dann sah ich nur die Läufe und in dem Moment hat der Hund vielleicht gedacht, jetzt ist Herrchen da, jetzt versuche ich ihn und dann hat er ihn versucht zu greifen. In dem Moment hat der Hirsch das Haupt runtergenommen und der Hund hat wieder einen Angriff gefahren und in dem Moment hat er die Augsprosse direkt vorne ins Licht reinbekommen, also der Hund in sein Auge und ja, so sieht das aus. Und einen anderen Rüden habe ich mal gehabt, da hat der Hirsch mit der Vordersprosse angehoben ihn und hat ihm hier das ganze Vorderblatt rausgerissen. Also es war noch dran, aber die Decke oder das ganze Gewebe war kaputt, so wie wenn man eine Sau heute lüftet etc. So muss man sich das vorstellen. Das Bein war rausgerissen, die Muskulatur ist kaputt und es ist auch nie wieder
nie wieder geworden. Also man darf sie nicht unterschätzen, sage ich mal so. Gell? Und gerade wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen oder vielleicht an einem Kulturzaun sind und aufspringen, das wollen sie vielleicht gar nicht absichtlich, aber der Wildkörper und mit dem Geweihstangen, sie wollen ja irgendwo durch. Und man sieht das ja auch bei Bewegungsjachten, wie schnell sie sind. Und man muss da wirklich mal drauf achten, die laufen ja nicht so durch den Wald, sondern sie kippen das Haupt an nach hinten und die Augen, sage ich mal, die Lichter, sie sehen hier unten über die Spitze und somit kommen sie überhaupt durch die Bäume, sonst würden sie überall festhängen. Ja, der Feisthirsch wird natürlich irgendwo einen festen Einstand haben an den Feldern, wo er jetzt ist. Wenn er Ruhe hat, dann bleibt er eigentlich auch da im Umkreis von 1-2 Kilometer, wird er dann sitzen, wenn er den Schuss dementsprechend schwer hat. Dann kommt es meistens zur Hetze, der Hund muss scharf genug sein und die Stellen etc. So, das ist zur Feisthirschjagd zu sagen. Zur Brumpf dann im September, wenn die Hirsche in die Brumpf gehen, sieht es natürlich wieder anders aus. Dann wird es meistens noch viel schwerer, die nachsuchen. Warum? Die Brumpfwitterung ist da, es sind viele Stücken Kahlwild mit da, wenn die Reviere gepflegt sind, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dann hast du viel Brumpfbetrieb. Adrenalin auch im Blut. Adrenalin. Die Hirsche können die Schmerzen noch besser ab, das muss man ganz klar sagen. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Brumpfzeit zusammen. Sie kennen so ein bisschen die Verletzung. Ich erinnere mich da an einen Hirsch, den wir nachgesucht haben, der einen Laufschuss hatte, den wir nicht bekommen haben. Und dieser Hirsch war 2 Tage später wieder auf dem Prumpfplatz und hat wieder mit einem anderen Hirsch gekämpft. In dieser Zeit, weil er trotzdem dieses Adrenalin, und bei mir stellen sich gerade die Haare so ein bisschen auf Ding, wenn ich an die Geschichte denke, weil er sagt, das ist mein Kampfplatz hier und hier ziehe ich auch hin, wenn es mir nicht so gut geht. Also das ist schon erstaunlich. Also Prumpf nachsuchen viel schwieriger. Meistens spielt sich das ab in Sümpfen, Mooren oder sowas bei uns hier oben, viel mit Schilf. Es wird schwierig, viel Kahlwild. Ich habe auch schon gehabt, dass kranke Hirsche, die irgendwo im Buntbett saßen, von anderen Hirschen attackiert worden sind, obwohl sie da saßen und waren krank, ist ein anderer Hirsch gekommen und hat ihn weggejagt, aufgemüdet und. Gell? Und ja, wenn es dann klappt, so eine Nachsuche, natürlich ist man, es heißt ja nicht umsonst, der Hirsch ist der König der Wälder, glaube ich, hier bei uns in Deutschland sowieso. Und hoffentlich gibt es diese tolle, tolle Wildart noch viele, viele Jahre. Auch wenn jetzt ein großes Umdenken angesagt ist, aber das hat diese tolle Wildart verdient. Und ja, ich hoffe, den gibt es noch viele Jahre. Und wenn man dann vor so einem Hirsch steht bei einer Nachsuche, dann ist das schon ein ganz besonderer Moment. Das muss man ganz klar sagen. Und wir haben jetzt über Rotwild gesprochen. Wenn wir jetzt mal auf das Dammwild gucken, ist da wirklich ein großer Unterschied zwischen Rot- und Dammwild? Ja, also beim Dammwild eigentlich ist es eigentlich ähnlich, sage ich mal. Auch Feisthirschreviere, wo die Hirsche stehen, dann ziehen die Hirsche zu den Prumpfplätzen. Bei den Prumpfplätzen, die einzelne Geschichte vom Feisthirsch zum Ding, da brauche ich nicht groß was erklären. Bei der Prumpft ist es manchmal noch schwieriger. Denn gute Reviere, da sind die Prumpfplätze relativ dicht zusammen, also die sogenannten Prumpftkuhlen. Und wenn du dann einen Hirsch direkt auf einer Prumpftkuhle beschießt oder an der Prumpftkuhle beschießt und es gibt Plätze, also ich habe schon Prumpftkuhlenreviere gesehen, wo wirklich 50, 60 Schaufler saßen. Also ich habe mal Spitze 68 gesehen, auf einer Fläche wirklich, die man so im Umkreis von 150 Meter sehen konnte. Das war wirklich beeindruckend. Leider ist das heute auch nicht mehr so. Aber wenn du sowas siehst und die ganzen Schaufler stehen da und stehen natürlich auf, verteidigen mal kurz ihre Kuhle, ziehen zurück, das Kahlwild pendelt immer hin und her und dann fällt der Schuss. Und dann sind sie alle kurz weg und dann kommst du hin, während du, bevor du den Nachsuchenführer eigentlich hast, ist schon wieder voll Prumpfbetrieb und du kommst dann an mit deinem Hund und läufst zum Anschuss hin und dann heißt es, ja, da hinten ist es. Und dann kommst du hier über den Berg und hab das schon alles gesehen, dann ist alles voll und dann hörst du ja und der Hund schon hin und sieht die natürlich auch alle laufen im Bestand, gerade beim Dammwild ist es ja so, meistens die nützen ja so gerne so Stangenhölzer und sowas oder auch vielleicht Wiesenkanten, dann sieht der Hund sie schon laufen, das macht es natürlich alles nicht gerade besser. Nee, es konzentriert sich auf was anderes. Ja. Dann kommst du dahin, jagst sie eigentlich erstmal alle weg und dann versuchst du ihm in der Prumpftkuhle, wo das gewesen ist, das zu zeigen. Das macht es oftmals schwierig. Und oft bei den Nachsuchen habe ich es gehabt, dass dann schon Schaufler auch wieder zurückkommen. Obwohl du da am Rumsuchen bist, auf einmal kommt schon wieder einer zurück, weil die versuchen natürlich ganz schnell die Prumpftkuhle wieder einzunehmen, so wie er auch. Schnell wieder zurückzukommen, um sich ihre Prumpftkuhle zu sichern. Also alles nicht ganz so einfach, erschwert die Sache enorm, aber trotzdem auch die Schauflerprumpft ist ein Highlight. Wenn man das erlebt und es ist ja eine Tagesjagd, die sich abspielt und wenn du dann im Oktober, Ende Oktober bei schönsten Eichenlaubfall die Schaufler hörst im Bestand und du hast das Glück und darfst einen erlegen oder gehst sie an, um das überhaupt mal zu sehen in einem guten Revier und man sieht das, es ist wirklich traumhaft, weil es am Tage sich abspielt und ja, wirklich, wirklich eine tolle, tolle Jagd.
Aber eben nicht so einfach. Und bei Nachsuchen, auch da, die Schaufel haben keine Angst. Das habe ich auch schon oft gehabt. Die stellen sich dem Hund schneller, sogar wie ein Rothirsch. Und die wissen auch genau, was sie mit ihren Schaufeln können. Und ich kann von einem Ding mal erzählen, das ist schon viele Jahre her. Da war ein Jäger mit dabei, der hatte auch den Schaufler beschossen. Und der fragte mich, ob er seinen Tackle nachführen dürfte. Und ja, eigentlich bin ich da nicht so von begeistert, weil das auch meine Hunde dann ablenkt, dann noch ein dritter Hund da mit dabei. Aber hier war es so. Und er also mit seinem Tackle hinterher. Und irgendwann kamen wir an den Schaufler ran. Und der Schaufler hatte einen schweren Schuss, also einen Leberschuss, und saß im Wundbett. Es war klar, er kommt nicht weg. Und dann fragte mich der Schütze, ja, ob er den Hund jetzt losmachen noch könnte, kurz mal, dass der so zum Verbellen das auch lernt. Und es ist ja so, die Hunde lernen auch nur in der Praxis. Also habe ich gesagt, müssen Sie wissen, aber es ist auf Ihre eigene Gefahr. Naja, er machte den Tackle los, der Tackle stürmte hin, verbellte den Schaufler, circa so 30 Sekunden, von vorne, von hinten. Und dann habe ich gesagt, er soll ihn jetzt zurückrufen, dass wir den Fangschuss antragen können. Man sollte auch nicht hingehen, man sollte wirklich schießen, es ist immer besser. Und er ließ ihn aber noch 10 Sekunden dran und auf einmal fing der Tackle an, Fassversuche zu machen. Und fasste den Dammhirsch an die Seite, also Höhe der Dünnung. Und der Schaufler drehte sich in dem Moment rum. Das war ein Bruchteil von 1-2 Sekunden. Und drehte sich ganz schnell mit dem Haupt rum und schlug den Tackle mit der Schaufel, mit der Vollschaufel, hier auf die Rippen. Der Tackle turmelte weg, alles drum und dran. Ich habe dann den Fangschuss angetragen. Innerhalb von einer Minute war der Tackle tot. Der hat dann mehr Rippen gebrochen und die Rippen sind sofort in die Lunge reingestochen. Daran sieht man, es ist kein Spiel, die wissen, was sie können, etc. Und ich kann eine Geschichte erzählen von einem Jäger, der einen Verkehrsunfall hatte von einem Dammschaufler. Und der war bei einer Bewegungsjagd gewesen, unterwegs. Und er war aber dort in dem Revier nur Treiber, hatte also keine Jagdwaffe mit dabei und. Und jetzt kam der Anruf von der Polizei und in seinem Auto hatte er, was ja heute fast keiner hat, aber er ist so ein Meutehundeführer, er hatte eine Saufeder in diesem Auto. Okay. Und dann sah er den Schaufler von der Straße aus sitzen und sagte so, ich gehe jetzt dahin, den fange ich jetzt hier mit der Saufeder ab. Und ich mache es kurz, er geht auf den Schaufler drauf zu, der Schaufler war angefahren, saß 50 Meter vielleicht von der Straße weg im lichten Holz, er geht drauf zu und hat die Saufeder und der Mann hat das hunderte Male gemacht beim Schwarzwild. Ja? Also ein erfahrener Mann. Geht also drauf los, will da jetzt also ja, das Stück abfangen, in dem jetzt kommt der Schaufler hoch. Kommt auf ihn drauf zugestürmt, haut einmal gegen seine Saufeder. Die Saufeder stand in die Richtung, der Schaufler kam ran und hat ihm mit zwei Schlägen das Nasenbein und den Unterkiefer gebrochen und ist dann geflüchtet. Ja? Also, die haben ihn dann gekriegt bei der Nachsuche, das war klar, der hatte eine schwere Verletzung. Aber daran sieht man, auch erfahrenen Jägern kann und Hundeführern kann sowas passieren. Also, sowas nicht unterschätzen, lieber weniger ist mehr, vorsichtig. Gell? Und die Kraft ist gewaltig, die sie in den Stangen haben. Und wenn man mal so eine Rothirschstange sieht, ich sag mal so, die können ja schon mit einer Rose von 30 cm, gerade die Hirsche, die wir jetzt hier haben, ich sag mal, da wiegt so ein Hirsch 9 Kilo, wenn er gut ist, vielleicht auch 10. Und da ist schon richtig was, ist richtig Energie dahinter. Auch der Nacken etc., die Nackenmuskulatur. Die ist schon so stark, also die können dir wirklich gefährlich werden. Und es gab ja auch schon einige, ich kann mich alleine hier im Kreis erinnern, an drei Verletzungen von Treibern, die alleine nur beim Durchgehen auf gesunde Hirsche gestoßen sind und dann mit denen kollidiert sind. Gar nicht, weil die Tiere das wollten, sondern einfach in der Flucht und der Treiber stand im Weg und die Leute wurden verletzt. Gell? Und einer sogar schwer, also das kommt vor, da sollte man schon wirklich die Augen aufhalten. Und wenn einer ruft, Rotwild im Treiben oder Rotwild nach hinten, dann sollte man sich ein Bäumchen aussuchen, wo man sich dahinter stellt und das sollte schon die Dämonen entsprechende Größe haben. Sonst ist es besser, man legt sich auf den Fußboden. Also das muss man ganz klar sagen. Gut, du hast vorhin davon gesprochen, dass du immer zwei Hunde mit dabei hast. Ist es eine Ausnahme bei Rot- und Dammwild, dass du zwei Hunde mitnimmst? Ja, das habe ich so gesagt. Da habe ich eben auch noch drüber nachgedacht. Ich habe, eigentlich war es so nicht ganz richtig. Ich habe eigentlich sonst bei der Rotwildnachsuche gerne immer nur einen mit dabei. Weil wenn du mehrere Hunde nimmst, ist immer nicht so gut. Und zwar so ein Rothirsch, muss man ganz klar sagen, wenn der jetzt einen Laufschuss hat oder irgendeinen Streifschuss an der Brust, der stellt sich nur, weil er sich stellen will. Ja? Der Hund hetzt ihn vielleicht so lange, wie er kann. Aber ich sag mal, lauftechnisch ist meine Meinung, ist der Rothirsch dem Hund weit überlegen. Von der Fluchtau her. Aber irgendwann sagt er sich, ach nee, ich stelle mich jetzt. Und es gibt ja auch diese Berichte von Jägern, die zum Beispiel einen Hirsch mit einem Tackle gestellt haben. Das ist alles möglich, aber das hängt also wirklich damit zusammen, dass der Hirsch sich dann einfach stellt und den Tackle nicht vervollnimmt. Ich selbst nehme nur einen Hund, weil sonst ist der Druck zu groß. Wenn du zwei Hunde hast, dann wollen sie automatisch noch mehr, noch mehr. Sie wollen dich daran und sie treiben dir den Hirsch dann weg.
Deshalb ist es besser, ein Hund verbellt und wenn der Schuss jetzt wirklich nur am Brustkern ein Streifschuss ist oder sowas, wo du wirklich sagst, eine schwere Nachsuche, wo das Stück schwer zu kriegen ist, dann musst du ganz groß mit Fingerspitzengefühl dich nähern. Das heißt, dass du rankommst, der Hund stellt ihn und du kommst manchmal auch nicht dichter wie 50, 60 Meter. Und man hat das in dem vorletzten Film von uns gesehen, letztes Jahr, bei der Hirschnachsuche, dass wir teilweise, oder dass der Kameramann den Hirsch gar nicht sehen konnte, einfangen konnte, weil du wirklich nur Wischer siehst und. Diese Bilder, wie der Hirsch so steht im lichten Holz und der Hund drumherum, ja, das erträumt sich jeder. Das ist aber eigentlich leider zu selten, weil der Hirsch natürlich auch die Deckung annimmt, wie das Stück Schwarzwild, versucht sich irgendwo in der Deckung abzudrängen. Und deshalb ist es wichtig, nur einen Hund zu haben, denn zwei Hunde bauen zu viel Druck auf und zu guter Letzt kommst du nicht ran. Gell? Dann geht es immer weiter, der zweite Hund kommt dazu, das haben wir auch schon gehabt beim Einarbeiten von Schweißhunden, dass der erste Hund stellt und dann hast du gesagt, na gut, damit er auch das Hetzen und Stellen lernt, machen wir ihn mal mit los. Und dann, wenn du ihn dann schon mit dazu schnallst, durch den zweiten Hund fühlt der erste sich so ein bisschen, das ist aber mein Hirsch, geht dann schärfer ran und dann geht die Reise ab. Und dann läufst du ewig als Nachsuchenführer hinterher. Und das kann sogar mal so weit sein, dass du läufst und läufst und läufst und so gut, jetzt kriegst du den Hirsch nicht mehr. Also ich habe einmal auch eine Hirschnachsuche, da habe ich ihn verloren, den Hirsch. Der war gekrellt gewesen, das war sogar hier in dem Revier. Ist schon viele Jahre her, ich kann die auch mal kurz erzählen. Das war folgende Geschichte. Ein Jäger hatte abends einen Hirsch gekrellt. Der Hirsch ist umgefallen, hat gelegen, so wie man sich das vorstellt. Und immer dran denken, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn dein Hirsch im Schuss umfällt, dann ist schon was nicht hundertprozentig. Das weißt du schon. Wenn du eine 308 schießt oder eine 3006 und der Hirsch fällt im Knall um, dann weißt du schon, du hast die Wirbelsäule getroffen. Und wenn der Hirsch dann nach 10 Sekunden das Haupt hebt und das Haupt geht hoch und bewegt sich hin und her, dann heißt es sofort runter und ran, um nochmal einen Schuss anzutragen, gerade im höheren Getreide, Raps etc., wo du nicht kannst. Oder sich sofort fertig machen mit der Waffe, dass du nochmal hinschießen kannst. Aber meine Meinung ist es so, die meisten haben dann so ein Jagdfieber, ran ist besser wie alles andere. Weil ran, das heißt die Fluchtentfernung oder die Distanz zum Tier verkürzen. Und wenn das Tier dann hochkommt, sofort schießen, egal wohin. Auch wenn das Tier uns nur den Spiegel zeigt oder das Hinterteil leider. Es geht dann nicht anders, weil du kriegst ihn sonst nicht. Und so ein Zeichen ist wirklich, er fällt im Knall um und dann siehst du auf einmal das Haupt hochkommen. Und das Haupt bewegt sich und dann weißt du schon, dann sagen viele, ach, der ist tödlich getroffen. Nein, nein, dann kommt er bald hoch und dann geht's los, dass er vorne hochkommt, dann bricht er wieder zusammen. Dann hebt er sich wieder an, bricht wieder zusammen und auf einmal ist er da, wie ein Blitz und so weiter. Dann zieht er vielleicht noch ein ganz kleines Stückchen und dann geht's ab. Und ich habe Hirsche schon gesehen, die dann in voller Geschwindigkeit weg sind. Und hier war es eben bei diesem Fall so, dass wir dann also hingekommen sind, wir haben dann diesen Hirsch nachgesucht. Und sind dann nach 2 Kilometern rangekommen. Es war an einer Autobahn, die war glücklicherweise eingezäunt. Dort hatte sich der Hirsch gestellt und ich hatte dort Vorstellschützen hingestellt, da davor. Und dann ist der Hirsch durch diese Vorstellschützengruppe durch. Ich konnte nicht schießen, ich kam nicht ran. Und ich habe gerufen, er kommt, er kommt, er kommt. Und die Vorstellschützen haben noch nicht mal gesehen, dass er einen Schuss hatte. Und ich konnte dann anhand der Fährte ihm zeigen, dass in der Fährte ein Tropfen war, der war stecknadelkopf groß. Das ist der Hirsch war. Aber da standen 5, 6 Mann auf seinem Wege gestellt und die haben es noch nicht mal gesehen, dass es überhaupt dieser Hirsch war. Diesen Hirsch haben wir dann auch nicht gekriegt. Der Hund ist zwar weit, weit hinterher, hat ihn nach 4, 5 Kilometern dann irgendwo noch mal gestellt. Ich weiß noch wie heute, das war so kopiert wie hier. Ich bin dann noch mal über den Berg gekommen, da habe ich ihn auf 200 Meter noch mal vor dem Hund stehen sehen, aber nur 3 Sekunden und dann ging die Reise wieder ab. Und dieser Hirsch wurde dann ein Jahr später erlegt in der Brunft, aber nicht im selben Revier, sondern im Nachbarrevier. Und dann sah man noch die Trefferstelle, das war natürlich mittlerweile alles vernarbt, aber man sah die Fehlstelle der Haut. Dort war also keine Decke mehr nachgewachsen und man sah die Rinne, wo der Schweiß mal runtergelaufen ist. Also man konnte den Strich noch sehen. Also somit wusste man, das ist dieser besagte Hirsch. Und wo saß der Schuss? Oben gekrellt. Ja? Also wirklich, wenn ein Hirsch gleich umfällt im Kaliber 308, 857, 3006, dann sofort vorsichtig, dann weißt du schon, du bist hoch abgekommen und dann so schnell wie möglich ran. Chris, wie ist es denn beim Kahlwild? Ja, also beim Kahlwild ist es so, das ist gut, dass du fragst, nicht jeder Jäger hat das große Glück, einen Hirsch zu bejagen. Die meisten haben das Glück, einen Kalb zu schießen oder mal ein weibliches anderes Stück und. Beim Kahlwild ist es natürlich so, gerade auch am Anfang August, die Bindung ist ganz extrem zwischen Alttier und Kalb. Ja, deshalb sagen ja auch viele Jäger, ja, wir sollten dann gleich Anfang August versuchen, die ein oder andere Doublette zu entnehmen, was auch richtig ist, wenn man es richtig macht, wenn der Bestand das überhaupt hergibt, dass man so viel Rotwild hat, dass man vor der Brunft überhaupt Unruhe
im Revier machen muss. Ja? Dann bietet es sich an, im 1. August, in den ersten 10 Tagen, vielleicht auch 14 Tagen gleich Alttier-Kalb-Dubletten zu schießen. Danach würde ich das schon lassen, weil dann irgendwann brauchen die wirklich auch die Zeit für die Ruhe und so weiter und so fort. Und in der Brunft, das will ich auch kurz dazu sagen, hört es sich überhaupt nicht. Kalbwild zu schießen etc. Es gibt es immer wieder und ich kann da wirklich nur mit dem Kopf schütteln, weil auch diese Wildart braucht diese Zeit, um sich in Ruhe fortzupflanzen. Dass man da ein Hirschchen nimmt, das ist mal ein Schuss, okay, aber dann seinen Kalbwildabschuss in der Brunft zu tätigen, das ist vollkommen unweidmännisch und die hört sich meiner Meinung nach auch nicht. Und die Sache ist so, dieser Kontakt, was ich sagte, Alttier-Kalb, ist natürlich ganz extrem. Und das hängt natürlich, dann hat man natürlich Schwierigkeiten bei der Nachsuche. Ich kann von einem Beispiel erzählen, Laufschuss auf ein Rotwildkalb. Und das Problem war, es lagen wirklich große Knochen da am Anschuss. Und das Kalb zieht aber immer mit dem Alttier mit. Und wir sind dann los, 2 Kilometer. Sind dann hinterher und nach 2 Kilometern war so ein lichtes Holz. Auf einmal konnte ich das Alttier sehen, das Kalb sah ich gar nicht, aber 2 Kilometer, also Siriemerweit, dann so 200 Meter hin, sah man das Rot-Alttier-Kalb in so einem Brombeerbestand stehen, das ist in einem großen Kiefernbestand, alten Kiefernholzbestand, wo du auch weit gucken kannst. Und dann bin ich so auf 80, 90 Meter ran, so lange hat das Tier hier gewartet. Die standen dabei und das Kalb saß in den Brombeeren. Und wie das Tier los ist, sah ich das Kalb hinterher. Und dann habe ich den Hund geschnallt und dann ist es immer schwierig für den Hund auch ranzukommen. Also es ist wirklich schwierig, das Kalb abzutrennen, weil das Tier zu früh aufsteht. Anders sieht es natürlich aus. Das gibt es natürlich auch, dass ein Jäger Alttier und Kalb beschossen hat, aber es nicht ordentlich gemacht hat, sondern zuerst das Tier beschossen hat und du suchst dann das Kalb nach. Dann ist es so, dann kommst du manchmal an das Kalb ran bis auf 20, 30 Meter, weil es eben führungslos ist. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ich kann wirklich nur davor raten, das ordentlich zu machen. Erst Kalb, dann Tier, weil es kommt der Tag, da klappt es nicht so, wie man es denkt. Es gibt immer wieder, ja, aber es hat doch geklappt. Ja, es hat vielleicht auch mal andersrum geklappt. Das ist gut. Aber irgendwann kommt der Tag und dann klappt es nicht. Und dann ist das Kalb allein. Und wir wissen selbst, und ich habe selbst ein kleines Rotwild-Pirschbezirk, den ich da betreuen darf, etc., da sehe ich das immer wieder, wenn irgendwo einzelne Kälber umherstreifen, ist es einfach traurig, muss man ehrlich sagen. Und die werden dann vom Rudel auch nicht angenommen, sie werden immer verstoßen. Das muss man ganz klar sagen, sie weisen vor sich hin, sie dämmern vor sich hin. Du siehst das auch im Winter, sie sind von der Decke her, ja, die Decke ist recht struppig und das holen die auch nie wieder auf, bis dann zum anderen Jahr mit Schmaltierzeit und so weiter und fort. Deshalb wirklich beim Alttier-Kalb-Wildabschuss, jawohl, intensiv jagen, wenn es sein muss, aber eben weitgerecht jagen. Aber wie gesagt, Alttier-Kalb nachsuchen, schwieriger natürlich. Natürlich beim Kalb zeichnet natürlich besser wieder, ist klar, schwächerer Wildkörper. So ein Kalb hat jetzt ja um die 30, 35 Kilo und dann die großen Kälber dann im Dezember vielleicht 50 Kilo. Das sind meistens dann Hirschkälber, die ziemlich stark sind. Und dann siehst du natürlich wieder mehr, wo der Schuss sitzt etc. Aber es wird immer versuchen, am Rudel dran zu bleiben und das macht diese Nachsuchen recht schwierig. Sonst von den Anschüssen her, ja, da sieht es ähnlich aus wie bei allen Wildarten. Das ist eigentlich immer dasselbe. Ein Laufschuss ist immer ein Laufschuss und ein Krellschuss ist immer ein Krellschuss. Das Stück wird umfallen, egal ob es dann ein starker Keiler ist oder jetzt ein Rotwildkalb oder vielleicht auch ein Rothirsch. Ja? Entscheidend ist, dass man es ordentlich macht und das richtige Kaliber hat. Ich bin eher für stärker Kaliber, wenn man die Chance hat. Aus dem einfachen Grund, wir jagen heute, um weitgerecht zu jagen, um vielleicht Wildbestände zu reduzieren und dann kommt es nicht auf 150 Gramm Wildbrett drauf an, sondern das Stück soll liegen und ja, wir wollen es dann finden. Und wenn es wirklich mal in die Hose geht, dass der Jäger mal gewackelt hat oder ja, es ist vielleicht auch mal ein technischer Defekt, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Meistens liegt es an dem Jäger. Die sogenannte Schützenstreuung, das ist normal und ja, naja, so versucht es jeder gut zu machen und ich versuche dann jeden, wo es dann mal nicht geklappt hat, zu unterstützen. Gut, dass es dich gibt. Ja, versuchen wir. Super. Dann herzlichen Dank, Chris. Bitte schön. Hat mich gefreut, dass ihr da wart bei dem schönen Wetter. Kommt ja gut nach Hause und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.